Hallo ihr Lieben, Rezension Nummer 2 kommt jetzt und heute geht es, oder nicht heute, in diesem Video geht es um Alle sieben Wellen von Daniel Glattauer. Ja, was soll ich schon groß zum Inhalt sagen? Es ist die Fortsetzung von Gut gegen Nordwind und es geht weiter in die Liebesgeschichte und endlich findet sie ein, meiner Meinung nach, positives Ende. Ich fange jetzt direkt auch mal mit dem Ende an. Das hat mir nämlich total gut gefallen. Ich war so glücklich darüber. Ich war nach dem ersten Buch leicht geschockt, wie es geendet hat. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass der Autor das wieder macht im zweiten Buch. Aber ich habe mir schon Rezensionen angeguckt und habe dann schon so rausgehört, dass es wohl doch ein vernünftiges Ende nimmt. Und da war ich sehr erleichtert darüber, weil ich wirklich Angst hatte, dass es dann plötzlich wieder einen dritten Teil gibt oder es gibt irgend so ein trauriges Ende oder... Ja, weiß ich nicht. Also ich war mit dem Ende super glücklich. Ich war sehr erleichtert darüber und ich hatte ein gutes Gefühl, als ich das Buch am Ende dann wieder weggelegt habe. Also ich finde, dass sowohl die Charaktere als auch die Geschichte sehr glaubwürdig waren. Manchmal liest man ja so Bücher, so besonders Liebesgeschichten, die irgendwie total mega unglaubwürdig sind, wo man so denkt, das macht doch eh keiner. Es ist zwar super schön, die zu lesen, aber es wird nie im realen Leben passieren. Und ich fand, das hat dieses Buch so anders gemacht. Ich fand es zum Beispiel selten so total herzergreifend oder romantisch. Wobei ich weiß, dass viele genau das bei diesem Buch empfunden haben. Ich hatte das irgendwie nicht. Ich fand, das war eine sehr erwachsene, wirklich sehr, sehr glaubwürdige Liebesgeschichte. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es irgendwie im realen Leben passiert ist und dass es jemand einfach nur in Buchform jetzt veröffentlicht hat und dass es gar keine ausgedachte Geschichte ist. Und das habe ich wirklich sehr, sehr geschätzt an diesen Büchern, dass ich einfach wirklich das Gefühl hatte, es ist nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen, sondern ja, es sind wirklich sehr reale Gefühle und Gespräche und Personen. Und ja, also alles, was ich sagen möchte, ist, ich fand das sehr glaubwürdig, besonders im Vergleich zu anderen Liebesgeschichten. Ich habe eine Sache auszusetzen an beiden Büchern. Weil man kann ja nicht über Alle sieben Wellen reden, ohne nicht auch gleichzeitig über Gut gegen Nordwind zu reden. Und ich verstehe einfach nicht, für mich macht das logisch keinen Sinn, wieso das nicht ein Buch war. Also so vom kommerziellen her kann ich es ja verstehen, dass sie irgendwie sagen, ja, dann haben wir bessere Verkaufszahlen oder so. Aber ich finde, die Bücher waren weder zu dick noch irgendwie so inhaltlich weg voneinander, dass es nicht ein Buch hätte sein können. Ich weiß nicht, ob es das jetzt irgendwie besonders macht, dass das erste Buch so geendet hat, so total unerwartet. Wahrscheinlich ist es das ein bisschen, weil viele ja wirklich sehr... Ich war selber geschockt, als ich das erste Buch zu Ende hatte. Aber ich finde trotzdem, es hätte ein Buch sein können, weil ich jetzt das Gefühl habe, es ist wirklich... Es ging irgendwie nur ums Geld. Ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, vielleicht geht es allen anderen anders. Ich bin der Meinung, es hätte ein Buch sein können. Das zweite Buch hatte ja nur irgendwie 200 noch was Seiten oder so. Und da habe ich auch gedacht, man hätte es ja auch irgendwie einfach zusammenpacken können. Dann wäre einem auch dieser Schock nach dem ersten Teil erspart geblieben. Aber nun gut, es sind immer zwei Bücher und das ist ja auch total in Ordnung. Und es hat ja auch nichts mit dem Inhalt zu tun. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn es ein Buch gewesen wäre. Aber das ist auch nur so eine ganz kleine Anmerkung. Ganz am Rande. Ja, was soll ich sagen? Natürlich war ich von diesem Buch total begeistert. Ich hatte ja schon mal erzählt, ich habe mir extra ein neues Lesezeichen gekauft und bin gar nicht dazu gekommen, es zu nutzen, weil ich das Buch in einem Rutsch durchgelesen habe. Ich war wirklich total gefesselt wieder von der Geschichte, genau schon wie im ersten Teil. Und ich war so neugierig, wie es weitergeht. Und ich habe es einfach super gerne gelesen. Und ja, ich würde es natürlich weiterempfehlen, aber natürlich immer im Zusammenhang mit Gut gegen Nordwind. Und falls ihr die Bücher noch nicht kennt und vorhabt, die zu lesen, dann empfehle ich euch, kauft sie euch gleichzeitig, weil wenn ihr das erste Buch fertig habt, dann wollt ihr nicht warten, bis ihr das zweite in die Finger kriegt. Also man will das sofort dann so, wie sagt man das, Rücken an Rücken lesen oder so. Also direkt, wenn man das erste Buch zu Ende hat, sofort das zweite anfangen. Ihr wisst schon, was ich meine. Also ich fand es ein sehr gutes Buch, mehr habe ich da nicht zu sagen, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!